Ich bin jetzt am Auto angekommen. Jetzt wird alles wieder ordentlich verpackt. Die Akkus ans Ladegerät gestöpselt. Und dann geht's los. Tschüss, Orit. Es war wunderschön hier bei dir. Und wer weiß, vielleicht sehen wir uns ja mal wieder. Würde mich freuen. Hallo, das bin ich. Ich heiße Jana. Ich liebe es, um die Welt zu reisen, fremde Kulturen zu entdecken und exotische Tiere zu beobachten und durch satte grüne Regenwälder zu wandern. Irgendwann kam dann auch Werner dazu, mein liebevoll ausgebauter Zitronen-Berlingo XL, mit dem ich Europa erkunde. Ich habe alles ganz alleine ausgebaut, Bett, Toilette, alles drin. Abonniert meinen Kanal, um bei meinen Abenteuern dabei zu sein. Und viel Spaß beim heutigen Video. Ich bin auf dem Weg von Oritsee nach Skopje in die Matka-Schlucht. Und ich wollte mal kurz diese wunderschöne Landschaft hier zeigen. Die Straßen sind hier relativ schlecht. Das ist jetzt hier so ein neueres Modell und trotzdem hat sie ausgefahrene Spuren schon und lauter Schlaglöcher. Es gibt kein großes, ausgeklügeltes Autobahnnetz. Aber ja, wenn man langsam fährt, kommt man relativ gut voran. Tatsächlich gibt es hier auch Autobahnen und Mautstellen. Wenige, viel zu wenige für mich. Ich liebe lieber Autobahnen, aber immerhin. Hallo! Thank you, bye! Na, wunderbar! Gleich sind wir da im Matka Canyon. Es sind noch genau 2 Kilometer. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen aus der Matka Schlucht. Schaut mal, wo ich hier stehe. Direkt an diesem Fluss. Und jetzt gibt es erstmal Frühstück. Und dann gehe ich auf Wanderung. Ich hoffe, ihr seid dabei. Hier steht Werner und schaut euch das mal an. Wow. Ich hole jetzt erstmal ein bisschen Trinkwasser von da unten. Wenn ich es abkoche vorher, dann trinke ich auch mal so Flusswasser und Quellwasser. Aber ansonsten nehme ich immer das aus dem Kanister. Das Wasser ist so, so kalt, also gefühlt 5 Grad.
Ich habe einen Schattenplatz und jetzt geht's los zur Wanderung. Hier stehen so einige Wohnmobile, wie ihr seht. Das ist auch ein Parkplatz von Park4Night. Ja, sogar Deutsche. Da ganz hinten, da steht Werner. Wie viel Druck diese Staumauer wohl aushalten muss. Die Wege sind hier richtig schön angelegt. Mal sehen, wo ich rauskomme. Lange nicht mehr Boot gefahren. Ich fahre jetzt wieder mit dem Boot. Das hat 200 oder 4 Euro gekostet. Na denn, los geht's! Jetzt bin ich nur noch alleine, außer der, der da fährt. Schön! Schaut mal da vorne, da sind Tretboote. Man kann sogar Tretboot fahren. Kann man so weit strampeln, wie man will. So, ich mache es mir mal ein bisschen hier gemütlich, in der Hoffnung, dass es hier auch Essen gibt. Das sieht eher aus wie eine Bar. Schauen wir mal. Ja, es gibt Food, Essen, aber wieder nur Fast Food. Schade, dass man hier in diesem Land, gerade in den touristischen Gegenden, nicht traditionelles Essen bekommen kann. Ich habe aufgegessen, waren so Chicken Sticks mit Pommes. Also es ist wirklich nur Chicken Stick und Pommes, keine Gurke oder irgendwas dazu. Aber der Preis entschädigt halt hier im touristischen Gebiet 6 Euro für ein Mittagessen mit Getränk. Da kann man nicht meckern. So, jetzt geht's auf in die Hauptstadt. Herzlich willkommen in Skopje. Jetzt geht's auf Parkplatzsuche. Laut Navi noch 4,6 Kilometer in 10 Minuten. Fußgänger sind hier sehr gefährlich. Die laufen einfach rüber, ohne zu gucken. Und eine Notbremsung habe ich schon hinter mir. Willkommen in Skopje, auf einem der stinkendsten Parkplätze meiner Reise. Ich stehe hier am Stadion. Alles andere ist hier ziemlich schwierig, da man mit Handy irgendwie die Gebühr bezahlt und ich habe keine Ahnung wie. Ich darf jetzt hier die schöne Promenade langlaufen und der Fluss heißt Vardar. Auch nach vorne ist der Ausblick nicht gerade atemberaubend, aber ich habe echt noch Hoffnung, denn mein Zielpunkt heißt Old Bazaar. Also zum alten Bazaar geht's jetzt. Ich finde, hier auf dem Balkan gibt es unglaublich viele Raucher. Noch nirgendwo auf der Welt habe ich so viele Menschen rauchen sehen.
Ach, na schaut mal, was da zum Vorschein kommt. In Skopje leben über 540.000 Einwohner. Sie ist die größte Stadt des Landes Nordmazedonien. Und die Geschichte von Skopje geht auf mehr als zwei Jahrtausende zurück. Die Stadt wurde von den Römern gegründet. Die Bevölkerung ist richtig Multikulti. Etwa 67% der Bevölkerung Skopjes sind slawische Mazedonier. 20% sind Albaner. Circa 5% sind Roma, 2% Serben, 1,7% Türken und 1,5% Bosniaken. Und der Rest sind andere Volksgruppen. Oh, jetzt wird's hübsch. Schon gefällt mir die Stadt. Ein Feigenbaum, lecker, aber die sind noch ganz grün. Die müssen lila sein und saftig. Hier, das ist ein Hotel mitten in der Altstadt. Hier läuft auch gerade ein Stadtrundgang und ich will mal versuchen, ein bisschen zuzuhören. Also hier gefällt es mir richtig gut. Ich lasse euch einfach mal ein paar Impressionen da. So, jetzt gibt es erstmal ein Eis für 50 Cent die Kugel. Lecker! Hier gibt es unglaublich viele Antiquitätengeschäfte, so, wo man so richtig alte Sachen bekommt. Da könnte ich tagelang drin rumstöbern. Da ist das moderne Skopje. Und hier ist das alte Skopje. Ui, das war echt mal sehr anstrengend. Vor allem, als ich aus dem Altmasar raus war und auf der, sage ich mal, Haupteinkaufsmeile war. Da waren so viele mysteriöse Menschen, wo ich mich total unwohl gefühlt habe. Und dann noch die Hitze dazu. Also habe ich beschlossen, wieder zurückzugehen zum Auto. Und das mache ich jetzt. Oh, das tut gut bei der Hitze. Herrlich. Hier sieht es auch schön aus. Abends ist hier bestimmt richtig was los. Aber auch das ist die Stadt. Abseits vom Rummel und von der Hektik. Das ist der Weg von Mutter Teresa. Tschüss Skopje, auf geht's nach Kosovo. So, jetzt bin ich kurz vor der Grenze. Das weiß ich, weil mich Google Maps schon wieder verkehrt geleitet hat. Und jemand kam zu mir und meinte, which God? Also echt, es ist von Vorteil, wenn man hier Russisch kann. Die können alle nicht so gut Englisch und vermischen Russisch mit Englisch oder ich weiß nicht, vielleicht heißt in ihrer Sprache Gorod auch Stadt. Auf jeden Fall bin ich froh, dass ich Russisch kann
Und die mixen das mit Englisch, so verstehe ich eigentlich alles, was sie mir sagen wollen. Echt Glück gehabt. So, da ist sie, die Grenze. Im Übrigen, die Autos, die mir entgegenkamen, waren 2/3 mit deutschem Kennzeichen. Was wollen die alle in Skopje? Die kommen alle aus dem Kosovo und wollen nach Skopje. Warum? Das würde mich mal interessieren. So, wo parken wir? Links ist immer gut, oder? Und dann noch mit dem Deutschen vor um hier. Ah, ich habe wieder eine Frau. Das ist für mich nicht so gut geeignet. Ich bin mit Männern kompatibler. Auf jeden Fall dauert es hier schon mal länger. Mal sehen, ob die wieder so sagt. Green Card. Hallo. Bye. Das war jetzt die mazedonische Grenzkontrolle. In Kosovo wird die grüne Versicherungskarte nicht akzeptiert. Man muss eine eigene Versicherung kaufen bei Eintritt über die Grenze. Past is where it stays, way back a year ago.